60% Zeiteinsparung mit dieser Mod. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich habe hier einen neuen Tiefengrubber für euch. Sieht ganz hübsch aus hier, würde ich behaupten. Soweit im aktuellen Zustand. Er wird noch ein bisschen weiterentwickelt. So wie sich's angehört hat, ist er noch nicht zu 100% final. Aber er funktioniert, er ist hier und man kann ihn nutzen. Den gibt's auch schon offiziell beim Modhoster. Wie immer, der Link dazu in der Videobeschreibung. Und wir kommen hier auf 60% Zeiteinsparung. Wir gehen hier mal in den Shop rein und da Pflüge. Wir haben hier bisher den Lemken Labrador 160 gehabt. 2 Meter Arbeitsbreite. Und ja, 150 PS Leistung. Mit dem neuen Deepflow 500 haben wir 5 Meter Arbeitsbreite. Brauchen allerdings auch mehr Leistung, 250 PS. Wenn wir diese mehr Leistung haben, können wir den nutzen. Und wir machen dann mit diesem Tiefengrubber eine Bahn. Und der andere muss 2,5 Bahnen fahren, bis er dieselbe Fläche gegrubbert hat. Und das werden wir jetzt heute einmal austesten. Dazu fahren wir einmal rückwärts ran und hängen die Maschine an. Wir können die übrigens auch einklappen, damit wir besser über die Straße fahren können. Sieht dann so aus. Auch ganz praktisch. Dann würde ich sagen, wir fahren mal zum Feld. Und während wir da hinfahren, noch ein paar Eckdaten. Also wurde gemacht von dem Modder Pepschak. Oder wie auch immer man das genau ausspricht. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Und er ist vor 2 Wochen released worden. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die vom Modder jetzt halt zum Release statt direkt angepasst werden, die aufgefallen sind bei verschiedenen Tests. Das wird in den nächsten Tagen gefixt und dann gibt es entsprechend einen neuen Link auf Modhoster, den ihr dann einfach dort runterladen könnt. Aber fürs Erste, wir sehen ihn halt hier. So, was mir auffällt, wenn ich ihn so genau betrachte, so ein paar Piktogramme sind überhaupt noch nicht drauf. Wäre cool, wenn noch dazu kommt. Hier oben seht ihr die viereckigen Schilder. Das sollen, glaube ich, so Warntafeln sein. Die haben gerade eine einheitliche Farbe. Und solche Kleinigkeiten, genau. Würde ich sagen, schau mal, wie der jetzt sich hier schlägt. Ihr kennt's von mir. Einmal selber testen und einmal dann mit dem Helfer. V senken. Und dann geht's hier vorwärts. Moment. Allrad, ich mach mal hier alles an. Für den Test jetzt eine Kleinigkeit, ist nicht zu 100% repräsentativ, da mein Traktor nur 230 PS hat und die Maschine hier 250 bräuchte. Ich hätte mir fairerweise einen größeren Traktor schnappen sollen. Ich meine, ich habe hinten noch einen größeren dastehen. Das machen wir dann gleich für einen Helfertest. Das sollte es dann besser laufen. Aber man sieht es ja. Wir kommen vorwärts, wenn es auch langsam ist. Wir können uns mal die ganzen Einstellungen hier anschauen. Ja genau, gibt nur ein Ausklappen und das war's auch schon. Ist ja so gesehen sehr einfache Maschine. Würde ich sagen, wir machen uns direkt mal einen Helfertest und hängen den an einen anderen Traktor und beauftragen damit den Helfer. Ich würde ihn einmal einklappen.
Dann können wir ihn ja hier mal... lass ihn lieber mal oben und häng ihn so ab. So, und da ist er auch schon, der Helfer. Mit diesem Tiefengrupper, Tiefenpflug, wie auch immer. Jetzt fährt er hier mal wieder seine übliche Inspektionsrunde. Und dann sollte es doch gleich losgehen. Boah, nochmal eine Runde. Mit diesem Traktor haben wir auch mehr Leistung. Sollte das viel, viel einfacher funktionieren jetzt. So. Wären wir auch im Feld. Das Einzige ist nur, es scheint auch noch ein kleines Problem zu sein. Der Helfer erkennt noch nicht, dass er ausklappen muss, aber er arbeitet schon auf der vollen Breite. Würde ich das mal kurz für ihn übernehmen. Ein Stückchen wieder zurück hier, genau. So, und dann kann er hier weitermachen. Funktioniert wunderbar. Die Textur hier finde ich echt herrlich. Die sieht viel besser aus wie beim Labrador, finde ich. Obwohl es einfach dieselbe ist, aber ich denke einfach die Breite, die mehr Masse, die wir umgraben, macht den Unterschied. Das kann weg. Ich würde mal kurz am Traktor doch da noch ein paar Sachen anschalten. Von der Geschwindigkeit her. Ich kann es schwer abschätzen. Ich denke, er fährt relativ gleich. Je nachdem, wie jetzt natürlich die Bodenbedingungen sind. Eher ein bisschen feucht, eher nicht so feucht. Kann es dann auch mal sein, dass wir die 60% mehr Leistung nicht erreichen. Weil wir einfach die Leistung nicht auf die Straße, aufs Feld bekommen. Aber prinzipiell funktioniert das Ganze aktuell mit ein bisschen Nachhelfen auch beim Helfer schon. Und ich denke, bis in ein paar Tagen, bis dann das Update voll da ist, dann wird es auch mit dem Helfer voll perfekt funktionieren. Ja, vielen, vielen, vielen Dank an den Modder dieses Mods, den Pepschak. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Macht richtig Laune, mit diesem Ding zu arbeiten und Zeit zu sparen. Ich werde nur noch den nutzen. Ich werde den Original-Tiefengrupper, glaube ich, gar nicht mehr nutzen. Einfach der Zeit halber. Und ja. Wenn euch genauso gefällt wie mir, Videobeschreibung ist der Download-Link. Holt euch die Mod und habt Spaß damit. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.